Wenn man spontan die Oberlausitz besucht oder auch gezielt bestimmte Ortschaften erkunden möchte, so orientiert man sich in der Regel an hohen, markanten Gebäuden und besonders an den Zentren der Städte und Gemeinden. Fast unbewusst beginnen und enden alle Touren auf Markt- bzw. Dorfplätzen. Oberland TV hat sich schon seit längerem darüber Gedanken gemacht, welche Faszination speziell von einheimischen Marktplätzen ausgeht. So starten wir nun ein Pilotprojekt, welches 4 typisch Oberlausitzer Stadtzentren vorstellt. Dazu beleuchten wir allgemein die Historie und zeigen Anordnungen und spezielle Details der Marktplätze. Unsere erste Station ist der St. Barbara Platz in Wilten. Der Platz wurde 1415 nach dem geweihten Altar der Pfarrkirche zu Wilten benannt. St. Barbara ist eine Schutzheilige. In der DDR wurde der Markt in Thälmannplatz umbenannt und im Rahmen der Stadtsanierung 2005 bis 2006 erfolgte die Umbenennung zurück zum ursprünglichen Namen St. Barbara Platz. Zur Definition Marktplätze finden wir auf Wikipedia: Den Titel Marktplatz tragen Plätze innerhalb einer Ortschaft, auf denen Waren fair und gekauft wurden oder werden. Diese Art des Handelns hatte ganz wesentlich zum Aufschwung der Städte im Mittelalter beigetragen. Seit den Anfängen der Stadtbildung waren Märkte die Zentren städtischen Lebens, dabei häufig auch Räume von hohem städtebaulichen Rang. Entsprechend ihrer Funktion liegen sie häufig im Zentrum historischer Stadtkerne. Die Geschichte der Marktplätze in Deutschland geht dabei bis in das 10. Jahrhundert zurück. Märkte entwickelten sich meist an Überlandstraßen, vornehmlich dort, wo sich solche Straßen kreuzten. Am Marktplatz oder ganz in seiner Nähe befand sich in der Regel eine Kirche oder Kapelle. Mit den so entstandenen Strukturen erhielten die früheren Städte ein Gegengewicht zu den bisher dominierenden Domburgen, Pfalzanlagen und Klöstern. Typisch für die Marktgründungen dieser Zeit war die planvolle Anlage im Zentrum der Siedlungen. Zuweilen wurden alte Handelsstraßen so umgelenkt, dass sie die neuen Marktplätze berührten. Auch die übrigen Bauten am Markt spiegelten die gesellschaftliche Entwicklung der Städte wider. Hier standen die Anwesen gut situierter Kaufleute, reich gewordener Zunftmeister sowie der Zünfte und Gilden selbst, ebenso Gasthöfe und Herbergen. In Einzelfällen auch die Gästehäuser oder zeitweiligen Wohnsitze von Feudalherren, die für ihre sogenannten Freihäuser keine Abgaben an die Stadt zahlen mussten. Ortswechsel. Wir schauen auf das Dorf mit den 15 Zipfeln und erkunden den Markt in Solland. Auch hier zeigen uns Gebäude und deren Anordnung einen Blick in die Geschichte. Die Plätze bildeten den Rahmen nicht nur für die üblichen Wochenmärkte. Als besondere Höhepunkte im städtischen Leben wurden hier Jahrmärkte abgehalten, zu denen Händler und Käufer aus großer Entfernung erschienen. Dazu Zahnbrecher und Wunderdoktoren, Fechter und Ringer, Akrobaten, Jongleure und Musikanten. Noch heute erleben wir zahllose Aktivitäten und Veranstaltungen auf den Märkten in der Oberlausitz, wie zum Beispiel Faschingsumzüge, Apfel- oder Erntefeste und allen voran die Weihnachtsmärkte. Auf den Marktplätzen fanden Prozessionen statt. Hohe Gäste wurden feierlich empfangen. Fastnachts- und Osterspiele wurden aufgeführt. Man hielt hier öffentliche Gerichtsverhandlungen ab
und vollstreckte auch die Urteile vor Publikum. Bei geringeren Vergehen wurde der Übeltäter ausgepeitscht oder an den Pranger gekettet. Für Hinrichtungen gab es zwar den Galgenplatz vor den Toren der Stadt. Zur besonderen Abschreckung jedoch wurde aber auch auf den Marktplätzen gehängt, gevierteilt, verbrannt oder enthauptet. Wir fliegen noch etwas über Solland und wechseln dann gleich zur Perle der Oberlausitz nach Schirgiswalde und einen der schönsten Dorf- bzw. Marktplätze, den es hier in der Region zu sehen gibt. Diese Stadt zeigt ein wichtiges Merkmal der früheren Marktplanung, nämlich die Straße, die sich direkt durch den Markt zieht und den Platz wie hier in Schirgiswalde sogar in zwei Hälften teilt. Am Marktverkehr war stets die wirtschaftliche Lage der Stadt ablesbar. Die Umsätze, die Zahl der Händler und Käufer, die Häufigkeit und Dauer der Märkte waren starken Schwankungen unterworfen. Vor allem in Kriegszeiten und wenn Seuchen die Stadt erreicht hatten. Mit der Erlaubnis oder Verweigerung von Jahrmärkten konnten Landesfürsten in den Gang der Geschichte eingreifen und die Städte disziplinieren. Wir erkennen auch hier die klassischen Merkmale eines Marktes. In direkter Nähe befinden sich eine katholische und auch eine evangelische Kirche. Dazu zahlreiche Gasthäuser und typische Händler und Geschäfte, die noch heute als Umgebindehäuser erhalten und zu bestaunen sind. Abschließend geht es noch zum größten Straßendorf der Bundesrepublik. Noch dazu mit der größten Dorfkirche des Landes. Dementsprechend sehen wir auch hier die aus der Geschichte einhergehenden Merkmale eines Marktes. Klein, aber fein. Mit direkter Anbindung zur Kirche, der zentralen Ortsstraße, den Wohnhäusern und den typischen Gewerken. Auf Umlandmärkten werden Erzeugnisse ausschließlich aus der näheren ländlichen Umgebung verkauft und angeboten. Architektonisch ansehnliche Marktplätze werden durch Verkehrsberuhigung, Schmuckpflaster, Terrassencafés und besonders Veranstaltungen, etwa Sommerkonzerte unter freiem Himmel, zu Anziehungspunkten für Einheimische und Touristen. Insgesamt haben sich Marktplätze als erstaunlich lebensfähig erwiesen. Aussehen und Nutzung veränderten sich in vielen Punkten und wurden den jeweiligen historischen Bedingungen angepasst. Aber die räumlichen Grundstrukturen überdauerten. Für das gesellschaftliche Leben zahlreicher Städte sind sie noch immer von erheblicher Bedeutung. Zusammenfassend und angekommen im Hier und Heute kann man sagen, dass im Zeitalter von Supermärkten und Einkaufszentren Marktplätze ihre Funktion als unverzichtbare Versorgungseinrichtung wohl endgültig verloren haben. Je nach Resonanz auf dieses Thema wird Oberland TV den Beitrag erweitern. Vielleicht sind wir bald auf den Marktplätzen deiner Stadt. Besuchen Sie die Oberlausitz und folgen Sie mir weiter auf Oberland TV.